Ich nur dann dir. Viel Glück euch und eurer Familie und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play WoW Die Allianz. Eine der schnellsten Ansagen, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich bin stolz auf mir. Ich bin mir stolz auf mir. Und ja, letzte Episode haben wir so ein bisschen über darüber gesprochen, was in der Zukunft jetzt passieren wird. Ne, für mich jetzt persönlich, hat jetzt mit dem Kanal erstmal nichts zu tun gehabt, wird sich vielleicht irgendwann auf den Kanal auswirken. Ich weiß es echt noch nicht. Ich kann unheimlich schlecht einschätzen, wie viel Arbeit die Masterarbeit letztendlich sein wird für mich. Und wollte euch jetzt gerne nochmal was von dem Thema erzählen, denn das Thema ist natürlich rein informatisch. Bedeutet, ihr werdet vielleicht nicht unbedingt wissen, worum es geht, ja, weil ihr halt vielleicht auch einfach jetzt von Informatik nicht so die Ahnung habt. Kann ja auch sein, dass vielleicht einer unter euch ist, der sagt, ne, ich habe Informatik studiert, ich weiß, wovon du redest, oder ich habe in der Schule Informatik gehört, ich weiß, was du da gerade sagst. Und zwar möchte ich gerne euch erzählen, was mein Thema ist. Denn mein Thema ist zumindest für mich ein sehr interessantes, weiß nicht, wie das halt eben für euch aussieht. Und ich bin immer noch in der Suche drin, ne? Wow. Gut, wenn da jetzt sich in 10 Minuten keiner meldet, dann bin ich da auch raus. Und ja, mein Thema ist, eine Lernwendung zu schreiben für die Technische Informatik 1. Das ist bei uns eine Veranstaltung in der Uni. Und zwar soll ich Automatentheorie erklären. Und habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann in irgendeinem Let's Play drüber gesprochen, über Automatentheorie. Das ist quasi zustandsbasiert. Also, wie erkläre ich das am besten? Es gibt verschiedene Sprachtypen in der Informatik, also generell in Sprachen. Und diese Sprachtypen sind quasi Chomsky-Typen. Also Chomsky ist der Typ, der eben diese Sprachtypen festgelegt hat. Der halt gesagt hat, so und so, das und das ist Typ so und so und das ist Typ so und so. Quasi so eine Klassifizierung, kann man sagen. Und ja, die gibt's halt in der Informatik. Und also die verwenden wir halt auch in der Informatik. Es sind eben größtenteils Programmiersprachen, sind halt eben in der Regel künstliche Sprachen. Ne? Und ich denke mal, das wisst ihr. Es gibt einen Unterschied zwischen natürlichen Sprachen wie Englisch, Deutsch und Spanisch und ja, Kram eben, ne? Und eben künstlichen Sprachen, wie zum Beispiel eben Klingon oder Sindarin. Und ja. Chomsky hat es eben so ein bisschen in Typen unterteilt und die unterste Schicht dieser Sprachen sind reguläre Ausdrücke. Die könnt ihr zum Beispiel auch bei Google benutzen zum Suchen, ist auch recht interessant. Sprachen sind quasi Regeln, wie Wörter auszusehen haben, um es mal jetzt ganz flach auszudrücken. Das heißt, wie sage ich das jetzt am besten? Wenn ihr zum Beispiel, okay, fangen wir mal anders an. Zu einer Sprache gehört immer ein Alphabet. Es ist ein Eingabealphabet. Also, was ihr quasi alles reinschmeißen könnt an Buchstaben. Jetzt nur Buchstaben, eine Buchstaben. Das ist halt bei Deutsch, Englisch, ne, quasi diesen ganzen indogermanischen Sprachen. Es ist halt alles so ein bisschen, ja, 26 Zeilen halt, ne, 26 Zeichen halt Alphabet. Stinknormaler Alphabet ist das. Und bei uns gibt es halt auch Sprachen, ja, zum Beispiel Zahlen, ne, im Binärsystem. Da wäre eben das Alphabet Nullen und Einsen. Ja. Und darauf baut sich halt eben dann Sprache auf. Und das, diese Sprache ist halt auch regulär. So, das ist quasi so die unterste Schicht, die man nehmen kann, die unterste Schiene. Und dafür gibt es halt eben Automatentypen. Und diese Automatentypen sind deterministische, endliche Automaten. Und non-deterministische, endliche Automaten. Und dafür soll ich halt jetzt eine Webanwendung schreiben, um Leuten zu erklären, wie die funktionieren, um Leuten die Möglichkeit zu geben, diese Automaten virtuell ja, zu bauen, sag ich mal. Und ja, das alles basiert quasi eigentlich darauf, dass man das eben als typische Aufgabe hat, dass man eben so einen Automaten konzeptionieren soll, auf Papier halt aufmalt, mit Zuständen und Übergängen und so weiter, und man dann eben als
ja, Tutor diese Abgabe bekommt und dann überprüft, ob dieser Automat auch genau das tut, was er tun soll. So. Und diese Aufgabe möchte ich, also möchte ich, soll ich, ist quasi meine Aufgabe zu erleichtern, indem ich da eben eine webbasierte Oberfläche biete, wo man diese Automaten erstellen kann, wo man sowas speichern und laden kann, dass halt das eben einfach an den Tutor dann weitergeleitet wird, ne? Dass man halt nicht mehr das auf dem Zettel abmalen muss oder so, dass man halt auch eine einfache Oberfläche hat, um sowas zu überprüfen letztendlich, ne? Auch eben als Tutor dann. Ich mache mir quasi meinen eigenen Job leichter. So Quintessenz, ne? Ich mache meinen eigenen Job leichter. Okay, wo liegt hier die? Wo? Was soll hier überhaupt liegen? Dark Iron Ingots. Sehe ich jetzt hier nicht so rumliegen, meine Freunde? Ist vielleicht hier eine Hütte drin? Hütte? Nee. Dark Iron Ingots müssten hier eigentlich irgendwo liegen. Good to meet you. What? Verstehe ich nicht. First things first, blah, structure, I'm going to need a large barrel from Niflbar. Okay. MacGyver. Okay, wo ist MacGyver? MacGyver! Ist der echt MacGyver? Das ist irgendwie schon ziemlich cool. Muss ich zugeben. Go to the northwest. Ist denn MacGyver bitte? Wo steht der denn bitte? Ich blöd. From Valgarde. Also do not speak with MacGyver. Sehe ihn nicht. Open your heart to the light. Vice Admiral? Taki? What's on your mind? Du bist es nicht, du bist es auch nicht. Ist das hier einfach wieder so ein falsch platzierter Questmarker? Doch bitte nicht. Kronakai Christo. Donokai Christo. Captain Zorek. Valgarde Defender. What can I do for you? Basil Bro. Hey there. Nee, Basil Crow. Need something? Crow. See you later. Wir hinken mit dem Hordler, mit dem Allianz jetzt ein bisschen hinterher, der Hordler ist ein bisschen weiter. Bin ich jetzt blöd? Finde ich den einfach nicht? Kann ich hier auch nicht kaufen? Hä? Wo ist der Penner denn? Mann, ich will mich jetzt nicht beschweren, dass ich hier jetzt reparieren kann, aber... Bin ich blöd? Ist doch eigentlich hier irgendwo in der Nähe stehen. King's Honor, friend. Lord Irulion Trueblade. MacGyver. Ist der denn? Each day is a blessing. I buy and... Hä? Hello. Och, kommt schon. Das kann doch nicht euer Ernst sein. MacGyver. Oder hieß doch MacGyver, ne? Ist nicht, dass ich das... MacGyver. Ist der vielleicht in dem See da unten drin? Ich werde es mir jetzt einfach machen. Und einfach mal MacGyver suchen. Für sowas lohnt sich ein Mobiltelefon. So, da haben wir ihn schon. Ist doch cool, ne, wenn man sowas nachgucken kann. Ist zwar ein bisschen blöd, dass ich das muss, aber ich finde ihn hier irgendwie nicht. Alliance Expedition. Okay, das ist ein kleiner Gnom. Und der steht bei... Der steht hier irgendwie rechts. Da steht er einfach. YOLO! Ne? Hi, how are you? Wow, der fliegt mich jetzt zurück, das ist schön. Oder wo fliegt er mich hin? Fliegt er mich jetzt hier hoch zu Baleheim? Keine Ahnung. Wir fliegen einfach mit und tun so, als hätten wir von Anfang an gewusst, wo er stand, ne? Natürlich wussten wir es. Archimon's Darkness. Kill Jaden's Cunning. Manoroth's Fury.
Ja, ich finde irgendwie so, fliegt er mich denn jetzt hin? Hä? Wo fliegst du mich denn hin, Junge? Machst du hier Scenery-Tour oder was? Oh, ich dachte gerade, er fliegt gegen eine Wand. Für einen kurzen Moment habe ich es gedacht. Ja, Akimon, Kil'jaeden und Manoroth in einem Satz zu nehmen, weiß nicht. Kil'jaeden und Akimon sind schon so ein bisschen höher gestellt. Also die beiden sind so auf einem Level, aber Manoroth ist doch irgendwie drunter. Was tust du denn hier? Wo fliegst du mich denn jetzt hin? Okay, so im Nachhinein, man weiß ja auch immer erst hinterher, hätte man sich nicht von ihm fliegen lassen dürfen. Aber hier hängt auch ein Schiff, ein brennendes. Brenn halt weiter. Das Feuer sieht halt irgendwie nicht so wirklich gut aus. Immer noch nicht. Sieht cooler aus als früher, aber es sieht immer noch nicht so wirklich gut aus. Könnte man vielleicht mal ein bisschen was mit den Partikeln machen, aber okay. Okay. Ja, ich habe euch jetzt mal kurz erklärt, was eben das Thema meiner Masterarbeit ist. Das hatte ich ja jetzt auch schon wieder so ein bisschen vergessen, so verdrängt hinten dran. Ich sehe da jetzt den Arbeitsaufwand als nicht so hoch, aber ich habe auch noch nicht mit angefangen. Und ja, wenn ich da näher drin bin, weiter drin bin, dann könnte ich dann natürlich auch. Wo fliegst du mich denn jetzt verdammte Scheiße hin? Hey! Big Shirl, hi! Free Willy! Was ist denn das für eine Flugroute, bitte? Warum bin ich denn jetzt hier in Storm Peaks gelandet? Hä? Ey, fliegt der mich jetzt hier über das Allianz-Camp drüber, oder was? Oder, nee, der fliegt mich jetzt zurück zur Explorer League, oder was? Ach, komm schon, ernsthaft? So einen langen Umweg. Na gut. Hier ist wirklich nichts mehr. Das heißt, wir gehen aus der Schlange raus. Ich fürchte, den Morast werden wir nicht mehr sehen können. Ich denke mal, das wird dann wohl ja leider nichts mehr werden. Müssen wir gucken. Vielleicht kriege ich es noch irgendwie hin. Zwischenzeitlich, ich werde es immer mal weiter probieren. Und dann schauen wir eben mal, ob es dann doch vielleicht nicht doch noch klappt. Ich möchte gerne die Lore vom Schwarzen Morast gerne noch mit euch besprechen und ja, euch auch was zu erzählen, logischerweise. So, weil ich doch finde, so gerade für Worlds of Draenor ist es doch ein bisschen Lore, die man sich vielleicht nochmal geben kann, wenn man da jetzt ja generell ein bisschen wieder auffrischen möchte. Also ich kann da auch einiges zu erzählen jetzt, aber das machen wir alles, wenn wir in den Dungeon reinkommen. Ah, ich musste mal kurz was trinken. Ich bin jetzt quasi 2 Stunden fast am Stück am Aufnehmen und brauche mal ein bisschen was für meinen Hals. Der ist jetzt ein bisschen undertrained, ne? Weil so lange habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr aufnehmen müssen und so lange habe ich auch nicht mehr reden müssen, ne? In Dark Souls muss ich mich ab und zu mal konzentrieren, da kann ich ja nicht kontinuierlich durchreden. In WoW ist das was anderes, da muss man sich irgendwo konzentrieren eigentlich und eigentlich nur reden. Aber ich habe jetzt so ziemlich erstmal alle Themen abgearbeitet, die ich mit euch besprechen wollte. Wo ich halt gerne was zu sagen wollte. Und ich bin halt am. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war jetzt momentan nicht so ausgelastet, sind halt auch wieder Semesterferien. Und wo ist denn jetzt diese. Ist die hier drin? Komm, wir ziehen jetzt einfach mal hier ein bisschen die Leute ab. Ne, das ist ein Topf mit dem Süppchen. Hä? Okay, die Questmarker stimmen halt einfach mal wieder nicht. Habe ich so das Gefühl? Oder ist vielleicht draußen irgendwo was? Jetzt habe ich den Großen gepult. Jetzt habe ich den Großen gepult. Das ist natürlich unter Umständen unpraktisch. Zumindest relativ. Ja, geht aber ganz gut down.
Ja, gut, aber mein Minion ist auch down. Minions! Ne? Aber doch läuft. Der fällt um. Da liegt's. Haha. Gefunden. Und damit können wir jetzt zurück zum Questgeber und diese Quest auch abgeben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man in der boranischen Tundra irgendwie schneller levelt. Aber ich wollte ja auch verschiedene Gebiete zeigen und das ist ja auch okay. Dann können wir jetzt mit dem Hordler mal ein bisschen langsamer fahren. Da mal ein bisschen die Episoden kürzer machen. Hier dann langsam anfangen, die Episoden wieder ein, zwei Minütchen länger zu machen. Und das wird sich dann irgendwann natürlich ausgleichen. Mit dem Hordler werden wir jetzt auch demnächst in Koldara den Dungeon uns angucken. Weil die Quest dazu haben wir fertig. Hier können wir uns Utgarde mal bei Gelegenheit auch angucken. Aber ich würde halt ehrlich gesagt gerne erstmal den schwarzen Morast machen. Wäre für mich ein Wunsch, ein kleiner. Ob das funktioniert oder nicht, sehen wir dann. Ich könnte ja mal jemanden fragen, ob er nicht mit mir das zusammen machen will. Wir sind alle Level 100. Von daher, ich würde es halt gerne echt auf dem Level auch mitmachen. Und jetzt nicht irgendwie auf 100 mich durchziehen lassen. Weil das verfälscht halt auch so ein bisschen, ja, das Feeling. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört, es regnet bei mir gerade aus, es schüttet aus Eimern. Gerade so ein bisschen Sturm. Okay, bevor ich jetzt losfliege, werde ich jetzt hier erstmal das benutzen und werde mal kurz mein Fenster zumachen. Weil das stürmt hier gerade extremst. Und machen wir mal gerade zu das Fenster. So. Was ist jetzt passiert? Ist irgendwie nichts passiert? Ach doch, jetzt bin ich hier irgendwas. Rocket Jump Mastered. Muss ich mal drücken, oder was? Ich drücke ihn und, was tut er? Ah, okay. Das war's schon. Lustige Quest. Lustige Quest. Na gut, ich sollte vielleicht im Interface nochmal ein bisschen was einstellen. Aber das machen wir dann bei Gelegenheit. Wait. So, hier ist nochmal Test Data Collected. Was soll ich jetzt machen? Allow to collect data from special constructs. Das könnte hier vorne das sein. Ja, es ist hier vorne das. Woo! Okay, also im Endeffekt werde ich jetzt eingeführt, wie man diesen Golem benutzt. Ist ja auch mal ganz schön. So. Was mache ich jetzt? Use to fool suspicious individuals. Individuals. Gwendolyn. Lebronski. Does not appreciate the tone of voice. Commencing total annihilation of your rock, Lebronski. Okay. Okay, keine Ahnung, was das jetzt genau sollte, aber wir haben ihn geblufft. So, was müssen wir jetzt tun? Muss das jetzt hier mitmachen? Okay, da muss die Data collecten, das musst du so mit dem machen. Na, schauen wir mal. Jetzt hat es, glaube ich, wieder aufgehört draußen. Das Wetter, es macht was, es Etter. Ne? Kennen wir alle den Spruch. Kennen wir doch alle, gibt's doch zu. Oder vorne ist Data, da ist Data. Data! Ne? Wir sind so eine kleine Datenkrake, ne? So wie Google auch. Ne? Wir sammeln unsere Daten. Ey, cool, die haben sogar hier eine Aufzugstür. Das ist ja lustig. Das ist echt ziemlich lustig. So, die Frage ist, jetzt gehen wir, glaube ich, einfach mal hier links rum. Kann ich das? Ja, kann ich hier hoch. Ich kann nämlich nicht springen. Ich drücke auf die Leertaste und man springt nicht. Ne? Ist auch nicht so schön, aber wenigstens selten. Nicht schön, aber selten. So. Nein, dich will ich anbluffen. Alert, alert. Lass mich, ich hasse dich.
Werde ich den irgendwie los? Hört er irgendwann auf? Geh weg. Geh weg. Verschwinde und komm nie wieder. Verschwinde und komm nie wieder. Der hasst mich. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Frage ist, kann ich mich an dem vorbeimogeln? Jo, kann ich. Schön. Die sind, glaube ich, aber auch generell auf die Dunkeleisenzwerge ziemlich aggro. Von daher liegt es nicht daran, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte, sondern ja, die prügeln sich mit denen. Okay, da bin ich einfach nur zur falschen Zeit in der falschen Range gewesen. Kann ich das einfach sammeln hier, oder schnauzt der mich denn jetzt an? Okay, wofür brauche ich denn jetzt dieses Anschnauzen-Ding? Hab ich jetzt irgendwie noch nicht so wirklich... bin ich noch nicht so wirklich hintergestiegen, wofür ich das jetzt genau brauchen sollte. Ach so. Okay, keine Ahnung, was das jetzt genau ist, aber... Joa, nö, warum nicht? Sammeln wir einfach weiter Daten. Ja, ich glaube, dass man könnte die Quest einfach Google nennen. Ich wette, das wäre immer noch... So, immer noch nicht bereit. Wäre immer noch akkurat gewesen. Lauf mir nicht nach. Stehe ich nicht so drauf. Stehe ich nicht so drauf. Gut. Wir sind auch langsam wieder gegen Ende der Quest. Gegen Ende der Episode, nicht der Quest. Okay, wo geht's jetzt hin? Hier runter. Das ist ein bisschen blöd hier. Keine Ahnung, wo ich jetzt genau hin muss. Ich muss ja irgendwo was noch entdecken. Er ist jetzt auch wieder hier. Aggro. Ja, sehe ich aber auch ein, ne? To use the iron or to explore Thundering Cave, okay? Ah, okay. Alles klar. Das heißt, ich suche hier praktisch einfach nur eine Höhle, in die ich rein kann. Ja, du hast mich bis jetzt noch nicht hier gesehen, aber ist egal. Mach deine Arbeit weiter. Ne? Arbeite einfach weiter. Ne? Arbeit, Arbeit. Mehr Arbeit. Plus Combat. Ja, ist wieder so ein scheiß Elemental hinter mir her. Nee, das hängt einfach nur da in der Wand drin. Das schiebt sich auch gar keinen Harten, also warum sollten wir? Daten habe ich aber, glaube ich, gleich auch genug. Fehlt nicht mehr viel. Dann muss ich halt nur noch diese Höhle finden. Wo auch immer die ist. Dieses Elementar weiß nicht so ganz, was es will. Ne? Manchmal glitscht es. Es ist wieder zurück in die Wand geglitscht. Okay. Kann man machen. Ich glaube aber, die Höhle ist ein Stückchen weiter unten. Kriege ich Fallschaden in dem Ding? Nö. Kriege ich noch nicht mal. Da unten sollte die Höhle sein. Wupp. So, hier einmal durchrennen, glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Aber hier ist nochmal Data. Data, Data. Ne? Data ist aber auch ein Star Trek Charakter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, hier haben wir jetzt eine alte Statue. Komm, Minions. Your Master calls. The work of your brothers in the Storm Peaks has reached a frenzied pace. Soon. Father will be freed. What? Identify yourself immediately. Your brothers to the north have subjugated the stone behemoths and set them... Okay. Soon the remaining defenses of the Pantheon will be neutralized. Wrong answer. Habe ich die Quest abgeschlossen? Nein, ich habe sie nicht abgeschlossen. Oh mein Gott. Zomfk! Das war scheiße.
Aber ich habe die Quest abgeschlossen. Okay. Ja, werden wir uns jetzt einfach mal hier wiederbeleben. Wiederbelebungsnachwirkungen ist ja okay jetzt. Wir beenden die Episode ja sowieso und spielen dann erstmal für eine Zeit lang nicht, sodass diese Wiederbelebungsnachwirkungen dann aufhören sollten. Ja, ich bedanke mich wieder mal für euer Zuhören, ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ich fliege jetzt nur noch ganz fix hier mal zu... Nein! 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 Aus! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Hör auf! Kommt der Nächste! Ey, das gibt's nicht! Was soll denn das? Ich wollte nur schnell meinen Quest abgeben gehen. Böse? Böse! Kann ich schnell rausporten? Nee, kann ich nicht. Ja, ficken! Komm, ey. So. Jetzt passe ich einfach auf, dass ich diesen scheiß Adler da nicht pulle. Und ja, besser wäre das für mich zumindest. Das war aber auch echt gerade richtig hart Pech, oder? Dass er direkt mit dem ersten Schlag auf mich dismountet und ich generell nichts gegen ihn tun kann. Wegen Wiederbelebungsnachwirkungen. Aber wir sind oben. Wir haben es geschafft. Wir sind im Camp. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Shindo, Shindo.